Bevor wir jetzt starten, noch eine kurze wichtige Info vorweg. Dieser IT-Talk zeichnen wir auf und der wird dann später in YouTube veröffentlicht. Wir achten natürlich darauf, dass Namen sowie auch Fotos oder Gesichter, dass die unkenntlich gemacht werden. So, nun aber. Kurz zu mir, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Stefanie vom Platz. Ich bin seit September bei der Insiders Technology beschäftigt und unterstütze das Marketing-Team, bin auch zuständig für Hochschulkooperationen und dazu kommt dann auch der IT-Talk mit seinen Themen dazu. Also ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen IT-Talk mit dem Thema How to Ideate. Ideen entwickeln mit Design Thinking. Design Thinking war ja schon öfter bei uns ein Thema, auch im IT-Talk. Und heute behandeln wir speziell das Thema der Ideation-Phase. Und hierzu haben wir uns Unterstützung geholt, und zwar den Dr. Julian Gebhardt, an den ich gleich das Wort auch übergebe. Mit ihm arbeiten wir auch schon länger zusammen. Und ja, und wir lernen eigentlich auch immer wieder neue, interessante und wichtige Aspekte hinzu. Es ist immer ein sehr toller und interessanter Austausch mit dem Herrn Gebhardt. Und wenn ihr zwischendurch Fragen habt, schreibt diese bitte in den Chat. Die Verständnisfragen versuchen wir direkt zu klären. Tiefergehende Diskussionen werden wir aber am Ende dann besprechen. Und dann noch so ein kleiner Tipp, um einfach die Verbindungsstörungen zu vermeiden, wäre es gut, wenn ihr eure Kameras und euren Ton ausschalten würdet. So, aber jetzt einfach mal genug von meiner Seite. Ich übergebe nun das Wort an Dr. Julian Gebhardt. Viel Spaß! Gut, dann herzlich willkommen allerseits in die Runde. Ich freue mich sehr, dass wir, wenn auch leider nicht face-to-face oder in dem Körper zumindest online den IT-Talk hinbekommen haben. Wie die Stefanie ja schon gesagt hat, haben wir tatsächlich schon mehrere Jahre und mehrere Workshops miteinander verbracht und ich habe die auch immer tatsächlich als sehr bereichernd und auch sehr erfolgreich am Ende im Prinzip gefunden und habe mich deswegen besonders gefreut, als die Einladung von Katja dieses Jahr nochmal kam, ob wir nicht den IT-Talk eben auch virtuell durchziehen könnten, und zwar zum Thema, du hast es schon gesagt, Stefanie, zur Ideation oder Brainstorming oder Gedankensturm. Es ist eine Methode letztlich, mit der man eben kreative, neue, ungeahnte Lösungen, Ideen kreieren kann. Und ich werde dazu jetzt einfach mal eine kurze Einführung geben. Zuvor werde ich auch für diejenigen, die mich noch nicht kennengelernt haben und noch nicht kennen, ganz kurz was zu meinem Hintergrund. Also ich bin letztlich gelernter Soziologe, Kommunikationswissenschaftler und Psychologe, habe dann auch meine Doktorarbeit zum Thema Digitalisierung kommunikativen Handelns geschrieben, mir Gedanken darüber gemacht, wie eben die zunehmende Digitalisierung der Kommunikation auf soziale Beziehungen sich auswirkt und das tatsächlich in einem breiten Bogen, sage ich mal, also angefangen von Freundschaftsbeziehungen, Liebesbeziehungen, Familienbeziehungen bis hin dann schließlich zu sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz und in Organisationen. Dann, so 2005, 2006, muss ich gestehen, bin ich ein bisschen müde geworden, immer nur nachzudenken und zu reflektieren, wie sich die Welt sozusagen verändert und meine Erkenntnisse dann in einem Aufsatz oder in einem Buch zu schreiben. Ich wollte tatsächlich raus in die Welt und dabei mithelfen, die Welt zu verändern, hoffentlich für uns alle in einem guten Sinne. Natürlich vornehmlich in der Informations- und Technologiebranche. Bin dann 2006 nach Berlin gegangen, war da zunächst mal in der, sage ich jetzt mal, Konsumentenforschung, Marktforschung und so weiter und so fort drin und habe dann 2009 das HPI in Potsdam, das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam kennengelernt, die damals gerade ein Jahr auf dem Plan waren sozusagen mit ihrem neuen Studiengang, der sich Design Thinking genannt hatte. Also Design Thinking, werde ich auch gleich nochmal ein bisschen was dazu erzählen, ist eben eine teambasierte, strukturierte Innovationsmethode, würde ich es nennen.
Und ja, seitdem habe ich mein Herz an das Design Thinking und damit verwandte Themen quasi verloren und bin seitdem als freiberuflicher Coach unterwegs in Design Thinking, also als Trainer oder als Mentor, als Sparringspartner, als Teammitglied, in welcher Rolle auch immer man sich das denken kann. Ja, unter anderem habe ich dann, weil ich habe noch bis letztes Jahr in Berlin gelebt, hatte ich dann ganz enge Kontakte auch zu den Berliner Startups und viel war ich dann auch bei Zalando. Die haben auch sehr viel in ihren Abteilungen mit Design Thinking quasi neu aufgesetzt nochmal. Dann bin ich 2020 zurück in mein Heimatdorf auf der Schwäbischen Alb und habe da dann eine halbe Stelle zumindest mal angetreten bei dem sogenannten Communication Lab. Die machen Verständlichkeitsanalysen und Verständlichkeitssoftware. Da bin ich als Innovationsmanager letztlich tätig. Und es ist aber schön, dass ich noch nebenher eben genügend Raum und Zeit finde, eben doch noch mein Design Thinking quasi unter die Menschen zu bringen. So viel mal ganz kurz zu meinem Hintergrund. Dann haben wir jetzt schon erwähnt, bei uns geht es heute um das Brainstorming. Hier habe ich mal so ein typisches Bild. Ich glaube, das ist so die erste Assoziation, die jeder oder jede hat, wenn es um das Brainstorming geht. Also wir haben sehr viele Ideen auf vielen bunten Post-it-Zettelchen. Und was es damit auf sich hat, darüber heute mehr. Was ist Brainstorming? Ich habe mal ganz kurz im Prinzip nochmal so den Ursprung mir angeschaut, also Brainstorming, genannt Gedankensturm auf Deutsch, ist eben eigentlich eine sehr alte Methode, die schon 1939 entwickelt wurde. Da ging es eben zur Findung ungewöhnlicher Ideen von einem Alex Frank Osborne. Der war zunächst in der Werbebranche tätig und hat eben viel in der Werbebranche mit neuen Ideen und Methoden und Möglichkeiten, wie man dort zu neuen Ideen kommt, gearbeitet. Bisschen später, so Anfang oder Ende der 50er Jahre, hat dann der ein gewisser Charles Clark diese Methode nochmal weiterentwickelt und speziell auf so einem teambasierten Ideenfindungsprozess, also Ideen finden nicht alleine, sondern mit anderen Menschen sozusagen zusammen, die Methode eigentlich dann mehr oder minder weltweit berühmt gemacht, auch wenn es immer noch sehr, sage ich jetzt mal, werbebranchenlastig war. Heute zumindest, kann man aber gerne sagen, so in den letzten 20 Jahren wird eigentlich Brainstorming oder die Ideation als Methode in wirklich ganz unterschiedlichen Branchen, Kontexten und auch unterschiedlichen Varianten verwendet. Das heißt, es gibt nicht die eine richtige Brainstorming-Methode. Wir werden sehen, wie man damit auch spielen kann, wie man damit experimentieren kann. Und was mir eigentlich doch noch wichtig war und am Herzen lag, weil ich erst am Wochenende wieder ein neues Buch gelesen hatte von dem Brand 1 Chefredakteur. Da ging es über, der Titel des Buches war Business Bullshit. Und er beschreibt dort eben, ja, die ganzen Buzzwörter und Begriffe, die eigentlich kein Mensch mehr sehen kann, die eigentlich die Wahrheit verschleiern. Und da ist mir eben nochmal ganz bewusst geworden, dass es eben auch über das Brainstorming tatsächlich eine ganze Reihe an Vorurteilen gibt und Missverständnisse, die ich auch ganz gerne aus dem Weg räumen würde. Viele beziehen sich da immer auf Studien, so in den 60ern, die gemacht wurden, wo dann wildfremde Menschen im Prinzip in den Raum gesteckt wurden. Dann hat man ihnen eben erzählt, okay, jetzt nimm die Post-its in die Hand und sei kreativ. Und natürlich hat man dabei herausgefunden, dass es eben Statusunterschiede zwischen den Menschen gibt, dass es Hierarchieunterschiede gibt, dass Menschen manchmal gehemmt sein können und vielleicht sogar mehr Ideen haben, wenn sie alleine sind. Ich aber bin der Meinung, und das, da spricht sozusagen meine langjährige Erfahrung mit Brainstorming-Sessions quasi auch dafür, wenn man eben ein paar Stellschrauben dreht und gewisse Dinge einfach beachtet, wie man ein Brainstorming macht, dann kann man eben die, sage ich jetzt mal, sogenannten Schwierigkeiten, die so ein Prozess natürlich mit mehreren Menschen immer mit sich bringt, doch ganz gut aus dem Weg räumen und da tatsächlich so ein kollektives Brain oder kollektives Gehirn zum Arbeiten bringen an einer Sache. Das war mir noch wichtig, das ganz kurz anzumerken. Ich habe es gerade gesagt oder angedeutet zumindest, weil tatsächlich viele, das erlebe ich auch immer wieder bei meinen Projektbesprechungen oder wenn man über die Probleme, die Anliegen spricht,
Ja, Brainstorming, das ist doch irgendwas. Da sitzen fünf Leute im Raum und plappern einfach mal so auf sich los, vor sich hin. Chefs wiederum, manche zumindest, sehen dann Brainstorming ja wunderbar, setze ich eben mein Team da rein. Wenn die dann auf keine guten Ideen kommen, dann lag es wenigstens nicht an mir. Das sind alles so Dinge, die ich sehr häufig schon festgestellt habe, wenn es eben um solche Kreativitätsmethoden ging. Und vor allem, und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, und hier ist die Verbindungslinie zum Design Thinking eben auch dann gegeben, dass Brainstormings eben nicht für sich alleine stehen sollten zumindest, sondern dass Brainstorming eben eine Methode ist, die eingebettet ist in einen Entwicklungsprozess, in einen Innovationsprozess sozusagen, so wie dann eben auch Brainstorming im Design Thinking eigentlich erst nach der sogenannten Verstehensphase quasi angewendet wird als Methode. Also wenn man tatsächlich es geschafft hat, sich über einen bestimmten Gegenstandsbereich quasi ein Wissen angeeignet zu haben, um erstmal herauszufinden, ja, wo liegen denn die Probleme tatsächlich? Und erst dann macht es aus meiner Sicht eigentlich auch erst Sinn, dann tatsächlich Brainstorming und andere Kreativitätstechniken einzusetzen, um eben bestimmte Ideen und Lösungen für vorhandene Probleme zu finden. Ich habe hier nochmal ganz kurz, weil ich auch nicht weiß, sozusagen, wie Ihr Hintergrund jetzt von der Zuhörerschaft ist, nochmal ganz kurz das Design Thinking quasi als Prozess nochmal hier skizziert. Das ist quasi so der klassische Ablauf, wie er eben auch unter anderem am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam gelehrt und angewendet wird. Sie sehen schon mal sehr deutlich, wir haben hier die Trennlinie in der Mitte, links davon ist eben das sogenannte Problemfeld, wo wir eben versuchen, über Beobachtungsstudien, über Interviews, über Workflow-Studies, über Dokumentenanalysen eben herauszufinden, woran liegt es, dass sich Abteilung X mit Abteilung Y im Prinzip nicht, oder warum es da immer wieder zu Problemen kommt, Inkompatibilitäten mit Blick auf Dokumente, mit Blick auf Software, die man verwendet, bis hin natürlich aber auch zu Zielen, Vorgehensweisen. Und hier würde man dann eben in einem klassischen Design Thinking Projekt tatsächlich erstmal hergehen, sich die unterschiedlichen Abteilungen, wenn wir jetzt bei so einem unternehmensinternen Problem mal bleiben, sozusagen mit denen sprechen, sich das anschauen, beobachten, dann sind wir also in der Verstehensphase, die Beobachtungsphase, dann konnten wir in die Phase der Sichtweise definieren, wo wir dann eben alles, die ganzen Beobachtungen, die wir gemacht haben, das ganze Wissen, das wir angehäuft haben, eben versuchen auch wiederum zu reduzieren und sagen wir mal in eine handhabbare Größe im Prinzip einzudampfen. Das nennt man dann im Design Thinking die Sichtweise definieren oder dann auf Englisch wird es auch häufig genannt, der sogenannte Point of View, wo man dann eben für eine relativ klar umgrenzte Nutzerschaft oder Anwenderschaft mit ziemlich deutlich umschriebenen Problemen und Bedürfnissen in ihrem Alltagshandeln, sei das also in dem Fall natürlich in einem Unternehmen, also arbeitsbezogener Alltag. Sie können sich aber natürlich vorstellen, lässt sich auch sehr leicht auf Probleme außerhalb von Unternehmen im Prinzip anwenden. Und eigentlich tatsächlich erst, wenn ich verstanden habe, um wen geht es denn eigentlich, was sind die Probleme, wo drückt der Schuh quasi? Was sind immerkehrende Probleme, Barrieren, Hindernisse, denen sich die Leute sozusagen ausgesetzt fühlen? Dann kommen wir eigentlich tatsächlich erst in den zweiten Lösungs- oder beziehungsweise in das zweite Feld hinein, nämlich das sogenannte Lösungsfeld, wo es dann eben tatsächlich darum geht, Ideen zu finden. Ich hatte vorher gesagt, der Brainstorming-Prozess steht nicht alleine, er ist eingebettet in einen Prozess. Also das heißt, erstmal das Problemverständnis aufbauen, dann kommen wir mit erstmal ganz unterschiedlichen Lösungsideen sozusagen daran, wie man das Problem lösen kann. Und nach der Brainstorming-Session geht es natürlich quasi auch weiter, weil dann haben wir zwar in der Brainstorming-Session vielleicht viele bunte Zettelchen an der Wand kleben, aber passiert ist ja deswegen noch lange nichts. Deswegen kommt zumindest im Design Thinking eben automatisch dann nach der Brainstorming-Phase eine Phase, die man eben Prototypen-Entwicklungsphase benennen kann, in der es dann eben darum geht, sehr schnell, sehr einfache Prototypen
angreifbare Prototypen im Prinzip umsetzt oder produziert, damit man den Leuten, für die man eben Probleme lösen möchte, möglichst schnell eine Erfahrung in die Hand geben kann, ob denn unsere gefundenen Ideen, unsere gefundenen Lösungsvorschläge quasi greifen. Oder auch um herauszufinden, warum sie nicht greifen, da muss man eben wieder, das ist hier durch diese bunten Verbindungslinien angedeutet, auch eben teilweise wieder einen Schritt zurück und vielleicht nochmal mit anderen Leuten sprechen, sich nochmal andere Bereiche des Unternehmens anschauen und dann eventuell auch nochmal in eine Brainstorming-Phase quasi reingehen. Also wir tasten uns da dann tatsächlich lernend voran, bis wir dann eben auch mit einer genügend Anzahl an Menschen, Nutzern, die Ideen, die wir entwickelt haben, testen können. Und wenn man dann als Unternehmen oder als Projektteam eben die Vorstellung hat oder ein gewisses Vertrauen auch entwickelt hat, dass das, was wir da gerade entwickelt haben, tatsächlich gut ist, dann kann man sich eben um die Markteinführung und die Marktreife quasi Gedanken machen. Also das heißt, aus meiner Sicht bringt es relativ wenig, wenn man Leute, egal ob es 5 oder 7 sind, in einen Raum sperrt sozusagen und ihnen sagt so, jetzt denkt einfach mal darauf los und entwickelt irgendwelche Ideen. Ich habe festgestellt, und es lässt sich letztlich auch durch Forschung, in der Kreativitätsforschung auch belegen sozusagen, das überfordert unser Hirn sehr häufig, wenn wir eben in so einem Vakuum sind oder beziehungsweise in so einem völlig luftleeren Raum. Deshalb empfehle ich eben tatsächlich Brainstormings anzuwenden, aber nachdem man eben sich erstmal mit den Problemen da draußen quasi beschäftigt hat und die auch mehr oder minder klar benennen kann. Ja, und wie so ein Brainstorming-Prozess im Prinzip ablaufen kann, da habe ich jetzt erstmal ein paar, sage ich jetzt mal, Grundregeln aufgeschrieben. Die sind zumindest im Design Thinking auch eigentlich weltweit erstmal so akzeptiert und werden auch so angewendet. Das erste ist hier schon mal, das spiegelt sich ja auch bereits schon in der Unterteilung in Verstehensphase und Lösungsphase, dass man eben sagt, stelle jetzt während des Brainstormings, also während man versucht, Ideen zu finden, erstmal sämtliche Kritik zurück. Also zumindest mal den Teampartnern beispielsweise oder seinem Brainstorming-Team, weil in der Phase geht es eben tatsächlich erstmal nur darum, so viele Ideen wie möglich zu entwickeln. Und erst wenn wir, keine Ahnung, 3, 4, 5 Wände voll Ideen haben, dann machen wir uns Gedanken, wie gut oder schlecht passt denn diese Idee eigentlich zu dem Problem, das wir letztlich lösen wollen. Also im Prinzip heißt es, dass man eben auch als Brainstorm-Teilnehmer tatsächlich auch mutig genug sein darf, eben tatsächlich alles, was einem eben im ersten Mal in den Sinn kommt, auch aufzuschreiben und auf dem Post-it beispielsweise zu verewigen. Wir Coaches sagen da dann immer so gern, nur eine nicht aufgeschriebene Idee ist eigentlich eine schlechte Idee. Und man braucht sich also wirklich, man kann seinen Gedanken, seiner Fantasie tatsächlich freien Lauf lassen, weil wir ja uns in dem Sinne gut zurücklegen können und sagen können, ja gut, jetzt sammeln wir eben erstmal Ideen, da geht es noch überhaupt gar nicht darum, ist die jetzt ausgefeilt, ist es schon das Richtige, das werden wir einfach nach der Brainstorming-Phase dann sozusagen sehen, auch dazu werde ich noch das eine oder andere sagen. So eine andere Grundregel, ich sag's mal so, die widerspricht vielleicht so dem, was man eigentlich immerfort seit seiner Sozialisation im Kindergarten oder dann in der Schule oder in der Uni im Prinzip so mitbekommen hat. Es ist immer sehr viel ich-bezogen. Also ich habe eine tolle Idee, das war meine Idee. Und du darfst mir die Idee nicht wegnehmen. Und wenn, dann ist es sozusagen ein Ideenklau oder ein Plagiat gar. Im Brainstorming sagen wir, also zumindest für das Team, das dort gemeinsam versucht, Lösungen zu entwickeln, wenn du von irgendjemandem auch nur den kleinsten Fetzen in der Idee gut findest oder dir, du korrespondierst zu dieser Idee, dann nimm die auf, bau darauf auf. Es gibt hier eigentlich nur sozusagen das gemeinsame Teamergebnis. Und gut, in der Praxis, diejenigen, die schon in der Ideenfindungs- oder in einem Brainstorming
Kurs oder in einer Brainstorming-Session waren, werden es vielleicht auch schon mal erlebt haben. Es ist am Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt tatsächlich, dass man sich auch nicht schämt, sozusagen auf die Ideen anderer aufzubauen. Jedenfalls im Design Thinking und damit verbundenen Lösungsfindungsmethoden ist es geradezu gewünscht, auf den Ideen aufeinander sozusagen aufzubauen. Und ist auch wiederum im Prinzip eine Schranke im Kopf, die man sich dann gleich von Anfang an im Prinzip sparen kann. Dann auch noch mal was, was vielleicht auf den ersten Blick kontraintuitiv klingt, weil natürlich würden wir ja mehr oder minder alle sagen, Qualität geht natürlich vor Quantität. Man hat aber tatsächlich auch herausgefunden in der Kreativitätsforschung, dass es tatsächlich hier in dieser Phase tatsächlich wirklich nur darum geht, eine ganze Menge, möglichst viele Ideen sozusagen aufzuschreiben oder niederzuschreiben, festzuhalten. Da wird mir später eben, das hatte ich ja eingangs erwähnt, eben genau dann in diesen Evaluationsprozess reingehen, wo wir natürlich eine ganze Menge Ideen dann auch wieder, sage ich mal, rauswerfen aus dem möglichen Pool an Lösungsvorschlägen. Aber hier geht tatsächlich mal die Quantität vor. Das heißt, jede Idee, ist sie noch so wild, noch so irre, ist hier in der Phase eben tatsächlich erstmal gewünscht. Ja, das ist eigentlich genau das, was ich gerade erzählt habe. Das ist eben, hört man auch sehr häufig von den Teilnehmerinnen einer Brainstorming-Session. Ja, aber das ist ja verrückt, das wird ja sowieso nie durchgehen und da wird unser Chef nicht mitmachen und womöglich passt es auch gar nicht zu unserem Unternehmen oder zu unserer Company. Ich sage dann immer, wenn wir in der Phase jetzt, wo es ja wirklich frei darum geht, Ideen zu entwickeln, uns selber schon ständig fortwährend im Hirn quasi die Schere ansetzen und zensieren, dann wird das Ergebnis halt am Ende erst recht ein eingedampftes sein. Deswegen, so wild und verrückt eine Idee auch immer klingen mag, habt Mut und unterstützt euch da in so einer Brainstorming-Session auch einfach gegenseitig, dass man das eben mal zu Papier bringt. Man kann ja hinterher dann immer noch drüber sprechen und entscheiden, ob das was für das Unternehmen oder für die Kunden des Unternehmens ist. Das ist dann nochmal so ein anderer Punkt, der bezieht sich eigentlich direkt dann auf das Beschreiben von Post-its. Also Post-its einfach nur nebenbei, die haben sich diese Klebezettelchen, die haben sich halt erstaunlich bewährt über all die vielen Jahre. Es gibt ein paar Dinge zu beachten, wenn man diese Post-it-Zettelchen sozusagen beschreibt. Sehr häufig sieht man, dass Menschen eine Idee in ganz vielen Worten, ganz klein geschrieben auf diesen Zettel sozusagen verewigt. Und dann stellt man aber fest, dass man hinterher, wenn man beispielsweise wie vor Corona-Zeiten dicht gedrängt zu fünf, zu sechs vor so einem Whiteboard steht, dass man eben so einen Roman auf so einem Post-it-Zettelchen eben sehr schlecht lesen kann. Manchmal hilft es deswegen halt tatsächlich, wenn man eine Idee einfach nur anhand von einer einfachen Skizze, anhand von einem Symbol, von einem Bild im Prinzip darstellt, was die Idee letztlich oder den Kern der Idee zum Ausdruck bringt. Hier habe ich, hier sieht man es dann gleich quasi direkt in der Anwendung. Hier ist im Prinzip dasselbe, was ich gerade in vielen Worten erzählt habe, haben wir hier eben ganz einfach nochmal auch bildhaft aufgeschrieben. Das sind im Prinzip genau die Dinge, um die es gerade ging. Hier habe ich nochmal, das ist aber klar, würde ich jetzt sagen, so das kleine 1x1 des Post-it-Schreibens. Also links oben sehen Sie eben ein sehr langer Text für ein Post-it. Ich brauche da relativ lange, um den durchzulesen. Gleich rechts daneben, also Reading Newspaper. Wenn ich das dort stehen habe, da weiß dann im Zweifel eben nicht jeder, Reading Newspaper, was ist damit gemeint? Ideal, typisch wäre der Post-it, der pinkfarbene eben dann unten. Man hat also ganz kurz, es geht also um Reisezeit im Zug beispielsweise. Hier kann man eben, im Prinzip hat man den Freiraum und die Freizeit und die Muße, eben sich die Zeitung anzuschauen. Und egal um welche Idee es eben dabei auch immer geht, finde ich, zeigen diese Bildchen eigentlich ganz gut, dass so eine Mischung aus Text und Zeichnen eigentlich so das Beste ist, um alle im Boot, und das ist eben ganz wichtig, alle im Team immer darüber zu informieren oder im gleichen Boot sitzen zu lassen, darüber, wo stehen wir eigentlich gerade in unserem Prozess, welche Ideen haben wir bislang erreicht quasi.
dann geht es, sage ich mal, um so ein Setup. Was brauche ich denn eigentlich, um brainstormen? Weil ganz häufig höre ich dann auch von Unternehmen, ja, unsere Büros sind alle so klein und wir haben nicht so tolle Whiteboards. Wir können so ein Brainstorming gar nicht machen. Und da muss ich dann auch immer sagen, habe ich schon die verrücktesten Ideen gesehen. Also Menschen, die dann auch im Treppenhaus, im Flur, in der Mensa, egal wo, einfach ein Tisch oder irgendein Fenster frei ist, wo ich vielleicht Dinge draufkleben kann, eignet sich eben einfach, um so einen, sage ich mal, kreativitätsfördernden Atmosphäre im Prinzip herzustellen. Und dafür braucht es eigentlich gar nicht viel. Ich habe hier einfach mal kurz skizziert, was das alles ist. Also sehr gut ist es, ich meine, das lässt sich natürlich vielleicht in einem realen Projekt nicht immer so gut umsetzen, aber ich sage mal so, 3 bis 5 Kollegen pro Team sollten es eben auf jeden Fall sein, dass da so die Energie im Prinzip sich aufbaut und dann tatsächlich fließt unter den Teilnehmerinnen quasi. Sehr gut ist es, wenn wir Teammitglieder haben oder Mitglieder in ein Team nehmen, die vielleicht nicht alle unmittelbar in dem Raum sind, mit denen ich auch sonst tagtäglich im Prinzip zusammenarbeite, sondern wenn man eben tatsächlich alle mal, wenn es um, sage ich jetzt mal so, silo-übergreifende Ansätze geht in den Unternehmen, dass man sich eben auch mal Leute aus unterschiedlichen Abteilungen ins Team nimmt, sie natürlich vorher kurz aufklärt, letztlich darüber, was man so herausgefunden hat in der Forschung, aber die dann auch mit einspannt quasi in den Ideenfindungsprozess, weil eben, das hat man auch wiederum gesehen in der Forschung, je unterschiedlicher Teams sind, desto ungewöhnlicher und könnte man auch sagen, kreativer werden eben die Ideen, die dann dabei rauskommen. Dann ist es eben immer gut, eine genügend Anzahl an Post-its zu haben, farbige Post-its am besten, weil dann kann man sie sehr schön auch mit Farbcodes sozusagen gruppieren. Man hat dann eben sehr schnell den Überblick, welche Idee gehört hier jetzt zu welchem Cluster beispielsweise. Dann, man sollte es ja nicht glauben, aber selbst die Stifte kann man den ein oder anderen Gedanken sozusagen dran verschwenden. Ich finde eigentlich immer ganz gut, schwarze Stifte zu haben, die nicht zu dünn sind, aber auch nicht zu fett. Weil wenn man zum Beispiel mit Bleistift auf die Post-its schreibt, dann ist das Ergebnis hinterher eben auch wieder sehr schwer zu lesen. Und wir wollen möglichst Post-its da stehen haben, wo wir mehr oder minder auf einen Blick gleich sehen, was ist dort geschrieben auf der Idee. Dann für diejenigen, die den Time-Timer vielleicht noch nie gehört oder gesehen haben, so sieht ein Time-Timer aus. Hier kann man einfach im Prinzip die Zeit einstellen, die man sich für unterschiedliche Brainstorming-Schritte beispielsweise geben möchte. Bei mir läuft jetzt gerade die Uhr ab. Ich sehe hier, ich habe schon mindestens 25 Minuten quasi gequatscht und sollte mich jetzt besser sputen. Auch ganz gut ist, eine Kamera jedenfalls dabei zu haben. Dass, oftmals ist es eben dann so, dass eine Wand quasi voll ist mit Zettelchen und man eben die nächste dafür braucht. Und dann haben immer alle im Team furchtbar Angst, dass jetzt die tollen Ideen verloren gehen. Deswegen immer gleich ein Bild oder ein Foto davon machen. Dann hat man im Prinzip jedes einzelne Stadium, kann man dann hinterher auch schön zurückverfolgen, um zu sehen und dann auch zu argumentieren, ja, wie haben sich denn eigentlich bestimmte Ideen herausentwickelt in diesem Prozess. So viel erstmal zu dem sage ich jetzt mal zum Hard Facts, also was man im Prinzip alles braucht für so eine Brainstorming-Geschichte. Dann kommen wir zu einem Thema, das man auch nicht unterschätzen sollte bei Brainstorming-Sessions, nämlich die sogenannte Brainstorming-Frage oder wie man im Design Thinking häufig sagt, die sogenannte How Might We Question, also für ins Deutsche übersetzt, wie können wir es schaffen, dass irgendetwas funktioniert, dass wir irgendetwas lösen. Da wollte ich auch noch kurz ein bisschen was dazu sagen, weil das auch wiederum auf Forschungsergebnisse in der Kreativitätsforschung quasi zurückgeht. Wenn wir unserem Hirn quasi, unserem kognitiven Apparat, der ja bei dem Brainstorming im Prinzip angeschmissen wird, in Bewegung gesetzt wird, wir unterstützen und helfen unserem kognitiven System einfach dabei, wenn wir uns sehr genau auf ein bestimmtes Problem sozusagen fokussieren können,
und genau auf dieses Problem hin im Prinzip jetzt mal anfangen können mit Denken, mit Ideieren, unsere Fantasie sprühen zu lassen. Deswegen ist es tatsächlich sehr wichtig, dass man, bevor man eben eine Brainstorming-Session beginnt, alle im Team sich darüber klar sind, okay, um welche Frage genau, um welches Problem geht es jetzt bei uns? Und das ist das, was ich hier im Prinzip mit dem Formulieren nochmal gemeint habe. Hier kann man auch ruhig einfach mal 3 bis 5 unterschiedliche Brainstorming-Fragen pro Problem sozusagen mal aufschreiben. Dann könnte man auch durchaus, wenn man die Zeit hat, auch mal bei diesen 3 bis 5 Fragen rumexperimentieren. Ja, was fällt unserem Team dazu ein? Wenn man dann merkt, naja gut, die eine Frage, die eignet sich vielleicht doch nicht so gut wie die andere, dann kann man eben sehr schnell und sehr einfach sagen, gut, lass uns die 3 Fragen nehmen und da nehmen wir uns jetzt jeweils 20 Minuten oder eine halbe Stunde von mir aus Zeit, um eben genau auf diese eine Frage hin mal das Denken anzufangen. Dann war mir auch noch wichtig zu erwähnen, weil das habe ich eigentlich erst in der Praxis so richtig kennengelernt, das Problem, auf das ich gleich zu sprechen komme. Hier ging es darum, dass wir ein Projekt für einen schwäbischen Werkzeughersteller hatten und da ging es um das Thema Umzug im Alter. Und wir wollten also im Prinzip Lösungen dafür finden, ja, wie gehen Menschen damit um? Wie schaffen sie die Transition sozusagen? Sie haben 40 Jahre eben in der einen Stadt oder in dem einen Ort gelebt und wollen jetzt ihren Lebensabend eben in einem anderen Ort, womöglich auf dem Land, auf dem Dorf irgendwie verbringen. Dann hat das Team oder haben wir alle natürlich das Problem erstmal sehr schnell verstanden, haben gesagt, ja, es ist die soziale Isolation, die soziale Einsamkeit, die man hier eigentlich angehen sollte. Und dann war ich 5 Minuten weg und prompt stand die Brainstorming-Frage da, wie schaffen wir es, dieser Person, die da in Frage stand, Facebook an die Hand zu geben. Und da habe ich so überlegt, ja Moment mal, das ist ja eigentlich gar keine Frage, sondern hier ist ja die Lösung im Prinzip schon vorgegeben. Weil natürlich ist Facebook vielleicht eine Möglichkeit unter vielen, die ich habe, um Menschen sozusagen, vor allem dann auch alte Menschen im Prinzip aus der sozialen Isolation quasi herauszuholen. Aber wenn ich in meiner Frage schon stehen oder nur stehen habe, wie schaffen wir es, dass alte Menschen Facebook nutzen, dann habe ich mein Horizont quasi dermaßen eingeschränkt und verengt, eben auf eine Lösung schon, dass man hier tatsächlich so ein bisschen Vorsicht walten lassen sollte oder Sorgfalt walten lassen sollte, sage ich jetzt mal, um eine vernünftige oder eine tragfähige, erfolgversprechende How might we question oder eben eine Brainstorming-Frage zu formulieren. Und hier habe ich jetzt mal im Prinzip so ein paar Möglichkeiten aufgeschrieben oder werde gleich im Folgenden über ein paar Möglichkeiten reden, wie man denn sehr, also gute, handhabbare, brauchbare How might we questions sozusagen formulieren kann. Ich sage es mal so, das ist ein sehr bekanntes Design Thinking Projekt gewesen von der Universität Stanford, also dem Mutterinstitut des Design Thinkings quasi in Kalifornien. Die hatten vor vielen Jahren mal ein Projekt, da ging es darum, wie man denn die Erfahrung des Wartens, also bis man eingecheckt hat, bis man dann wieder in der Wartehalle sitzt, bis man dann schließlich und endlich zum Boarding aufgerufen werden kann, wie könnte man denn hier die Situation für die Gäste, in dem Fall ist es eine Mutter von 3 Erziehenden, wie kann man denn den Wartenden den Aufenthalt eben auf so einem internationalen Großflughafen, wo es hin und her wuselt, wo man sehr schnell auch mal seine Kinder verliert, im Prinzip, wie können wir das hier eine bessere Situation für alle im Prinzip schaffen? Da war dann eben unser sogenannte, hatte ich ja vorher erwähnt, dieser Point-of-View-Statement, also um welche Nutzer geht es und welches Problem haben die, haben wir hier festgelegt, okay, es geht um die Jutta, die ist eine Frau im mittleren Alter, relativ gestresst, weil sie eben Gepäck schleifen muss, die Koffer schleifen muss, auf ihre 3 Kinder noch irgendwie aufpassen muss, die Kinder natürlich voller Energie hin und her springen in der Abflughalle, andere Fluggäste oder andere Wartende sich dadurch teilweise auch gestört fühlen, was wiederum dann zu sozialem Stress bei der Mutter führt. Das ist also im Prinzip das Ausgangsproblem, sagen wir mal, was wir hier formuliert haben. Und jetzt geht es eben darum, für
diese Situation für die Jutta, die gestresste Mutter von drei Kindern, eben eine How might we question zu formulieren. Also ganz einfach, wie schaffen wir es als Designteam, dass Jutta, und jetzt Punkt, 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 da kommt es eben jetzt drauf an, was das Team im Prinzip als Kernproblem sozusagen definiert hat oder in welche Richtung die Lösung gehen kann. Wie schaffen wir es, dass Jutta weniger gestresst ist? Wie können wir Jutta dabei helfen, den besseren Überblick über ihre Kinder von mir aus zu behalten? Wie gelingt es uns, dass die Jutta sich vielleicht dadurch, dass sich andere Gäste gestört fühlen, nicht selber noch weiter hochschraubt in ihrem Stresslevel? Das sind jetzt im Prinzip mal mögliche Brainstorming-Fragen, die man auf dieses Problem hin formulieren könnte. Und da gibt es im Prinzip so ein paar Formulierungshilfen, sage ich mal, die man immer sehr schön anwenden kann, um eben dann auf die passende Brainstorming-Frage zu kommen. Man kann zum Beispiel das Gute in so einer Design-Herausforderung verstärken in seiner Frage. Also wie können wir die Energie der Kinder nutzen, um beispielsweise andere Fluggäste zu unterhalten? Nicht aber, dass sie eben, wie es zuvor der Fall war, eben sich gestört fühlen durch die Energie der Kinder. Also man versucht eben das Gute in seiner Lösung sozusagen oder die Ressourcen, die in der Lösung eigentlich drin liegen könnten, im Prinzip zu fokussieren. Dann natürlich auch umgekehrt könnte man sagen, okay, lasst uns vielleicht auf einen Lösungshorizont gehen, der eben das Schlechte, also in dem Fall herumschreiende, krakehlende Kinder sozusagen aus dem Umkreis zumindest der anderen Wartenden zu holen. Hier würde man dann vielleicht formulieren, wie können wir die Kinder von den erwachsenen Fluggästen trennen? Oder aber man denkt im Prinzip die Challenge quasi einfach im Gegenteil und sagt, wie können wir die lange Wartezeit bei Fernflügen, die sich ja nun mal nicht immer quasi vermeiden lässt, in ein aufregendes Erlebnis sozusagen verwandeln. Und dann kann man darauf einige Lösungen eben dann ideieren. Man kann aber auch, ich habe noch zwei, drei so Formulierungshilfen angeschrieben, man kann aber auch den kompletten Status quo in seiner Brainstorming-Frage im Prinzip in Frage stellen und sagen, wie können wir einen Flughafen ohne Wartezeiten organisieren, bauen und planen? Es ist klar, dass dann natürlich der Projektscope ein bisschen weiter wird. Darüber muss man sich eben dann zusammen mit seinem Team oder mit an Bord sitzenden Projektpartnern im Prinzip Gedanken machen, wohin die Reise hier gehen kann. Oder aber man kann auch die Fantasie, das Hirn anregen damit, dass wir im Prinzip analoge Situationen uns anschauen, die zwar vielleicht auch teilweise mit Warten zu tun haben, die aber üblicherweise eben mit einem sehr positiven, entspannenden Gefühl konnotiert sind oder assoziiert werden. Und ja, wie zum Beispiel, wie können wir einen Wartebereich in ein Spa verwandeln? Oder wie können wir aus der Wartehalle sozusagen einen ganzen Spielplatz für Kinder im Prinzip entwickeln? Und wenn man so in die aktuellen Medienberichterstattung mal reinschaut, was weiß ich, ob das Amsterdam ist, ob das ein Flughafen ist in Malaysia, die sehen inzwischen einfach ganz anders aus, als das halt vor 20 Jahren beispielsweise noch der Fall war. Oder aber, und das ist schließlich jetzt noch so die letzte Formulierungshilfe, dass man eben daran denkt, das Problem, um das es geht, dass man das eben einfach in seine Teilprobleme, in die einzelnen Teilprobleme aufsplittet und dann eben mal versucht, die Probleme sozusagen einzeln anzugehen. Also wie können wir Kinder unterhalten? Wie können wir die Mutter entspannen? Wie können wir das Warten für andere Fluggäste angenehmer gestalten? Um eben dieses eingangs definierte Problem sozusagen beheben zu können, respektive dafür eine Lösung zu finden. Und das kann ich also nur wärmstens jedem Team letztlich ans Herz zu legen, durchaus auch ein bisschen Zeit darauf zu verwenden, auf welche Frage hin wollen wir denn jetzt tatsächlich brainstormen oder Lösungen generieren. Meinen Teams gebe ich dann hier immer sehr gerne so ein einfaches Template mit an die Hand sozusagen. Dann sollen sie eben den Satz hier im Prinzip eben vervollständigen mit Blick auf ihr Projekt, mit Blick auf die Ergebnisse, die sie eben bislang gefunden haben, mit Blick auf das Problemverständnis, das sie entwickelt haben und eben dann entsprechend auch mit Blick auf den Lösungshorizont, der eben dann irgendwann mal im Laufe des Prozesses sozusagen entwickelt wird.
Dann kommen wir, sage ich es mal so, zu dem eigentlichen Kern, dann nämlich den Prozess der Ideensammlung. Hier sind wir dann in dem Bereich der Methoden drin. Und hier gibt es erstmal, sage ich mal, so eine Art Grundhaltung, die man eben tatsächlich anwenden sollte oder in seinem Hirn anschalten sollte. Wirklich versuchen, einfach ausgelassen, locker, unverkrampft an die Sache ranzugehen. Wir haben schon gehört, es gibt in dieser Phase erstmal keine schlechten Ideen. Ich brauche mich für nichts schämen. Ich kann auf den Ideen anderer aufbauen. Ich hoffe im Idealfall, dass meine Partner im Team sozusagen auch mich unterstützen und umgekehrt. Sowas hilft natürlich ungemein, um auf gute Ideen zu kommen. Hier muss man eben dann auch sehen, das muss man eben dann jeweils in dem Projekt auch sich anschauen. Ist es beispielsweise ratsam, wenn wir in der Firma sind, wo eben doch starke Statusunterschiede oder Hierarchieunterschiede sind und das auch, sage ich jetzt mal, vom Chef so gelebt wird, dann könnte es vielleicht sogar ratsam sein, dass man in dieser Phase des Brainstormings das Führungspersonal oder die Führungskräfte vielleicht außen vor lässt. Kleine Bemerkung, für die ich nicht bezahlt werde, bei den Insiders Technologies ist einfach so eine tolle Arbeitsatmosphäre, dass da auch tatsächlich die Chefs immer sehr herzlich willkommen waren und ich niemals nicht den Eindruck hatte, dass sich verschiedene Teammitglieder dadurch im Prinzip unter Druck gesetzt fühlen. Dann kann es auch sehr gut helfen, das kommt aber natürlich auch ein bisschen auf das Arbeitsteam oder die Atmosphäre drauf an, womit man eben am besten arbeitet. Manche machen sich Musik an, andere Teams finden das eher als stressig. Man kann Bilder aus der Forschung beispielsweise, wenn man Bilder sage ich jetzt mal, Arbeitswerkzeugen oder von Dokumenten gemacht hat, die eben sehr deutlich auf die bestehenden Probleme hinweisen, dass man einfach da ein paar Bilder mitbringt und die im Prinzip so im Raum verteilt oder an die Wand hängt, dass man eigentlich immer wieder auf die typischen Probleme eigentlich gestoßen wird und so durch ich im Prinzip sich eben eingroovt, sage ich das jetzt mal so flapsig, auf das Thema und damit auch auf die Ideen. Und was eben auch immer ganz gut hilft bei so Brainstorming-Questions, also in dem Fall jetzt beispielsweise sei es, dass man sich in die Rolle der Mutter am Flughafen nochmal eben reinversetzt oder dann auch in die Rolle eines Kindes oder des Flugreisenden, dass man da wirklich vor so einer Brainstorming-Session einfach mal eine Minute die Augen schließt und versucht sozusagen die Welt eben nochmal aus der Perspektive zu sehen, für diejenigen eben, für die wir eine Lösung tatsächlich schaffen wollen. Und dann kann es eigentlich schon losgehen mit dem Brainstorming. Ich habe hier jetzt mal so zwei, drei Möglichkeiten im Prinzip skizziert, die man eben sich als Team überlegen muss. Womit komme ich da besser zurecht? Also es gibt das sogenannte individuelles und das kollektive Brainstorming. Individuell meint einfach, dass ich eben erstmal sozusagen für mich in mich gehe, mir selber mal ein paar Ideen aufschreibe, die ich habe zu dem Thema. Und das kann man dann natürlich jederzeit in eine kollektive Runde öffnen, sodass eben jedes Teammitglied im Prinzip dann die Ideen mit den anderen teilt. Und dann macht man eben nochmal eine Runde, wo tatsächlich alle gemeinsam zur selben Zeit praktisch mit Ideen herausbrechen für einen bestimmten Sachverhalt. Dann gut, gibt es die Möglichkeit, dass man tatsächlich jeder im Team laut denkt und laut einfach vor sich hin spricht, was gerade in den Sinn kommt. Das ist mitunter tatsächlich ein bisschen anstrengend, weil wenn jeder quasi redet, dann versteht sich ja keiner mehr. Deswegen tendiere ich auch hier im Prinzip dazu, eben erstmal so eine leise Brainstorming-Runde einzuführen, die dann meistens mit der individuellen Form gekoppelt ist und dann erst in das laute kollektive Aussprechen geht. Dann kann man aber auch Geschichten machen. Man beschränkt sich im Prinzip auf sein Gehirn, sage ich jetzt mal, indem man eben, gut, Grundregel eigentlich, man steht am besten beim Brainstorming. Weil das hat auch wiederum die Forschung gezeigt, ist der Körper quasi in Bewegung, ist auch eben der Geist ein bisschen mehr aktiv und ein bisschen reger für Ideen. Und es gibt sogar Methoden, die eben diese Körperbewegung tatsächlich zur Methode im Prinzip entwickeln.
Da gibt es Dinge, dass man den sogenannten Ideation-Zug im Prinzip nachspielt. Das heißt, das Team geht mit fünf Frauen oder Männern hintereinander sozusagen, joggen sie durch den Raum. Oder aber man macht Brainstorming-Sessions, wo man wirklich mal eine Minute einfach auf einem Bein hüpft oder sowas. Ich weiß, das hört sich alles auf den ersten Blick ein bisschen kindisch und albern an und ist ganz sicherlich nicht für jedes Teammitglied oder für jedes Team geeignet. Aber es gibt auch immer wieder Menschen, die können damit ganz gut umgehen. Und bei denen regt es dann tatsächlich die Fantasie an. Dann kann man aber auch so eine Geschichte machen, die sich eben Superhero Brainstorming nennt. Da geht es eigentlich darum, dass man sich in dem Sinne jetzt nicht unbedingt in die Rolle des Nutzers sozusagen reinversetzt, sondern eben zum Beispiel in die Rolle, wie würde das Mark Zuckerberg machen? Wie würde die Lösung aussehen, wenn Jeff Bezos die machen würde? Wie würde es aussehen, weiß ich nicht, wenn Angela Merkel eine Lösung suchen müsste für ein bestimmtes Problem. Also da ist natürlich sind natürlich keine Grenzen gesetzt, in welche Heldenrolle man da reinschlüpft quasi. Und schließlich und endlich noch das Negativ-Brainstorming, das sich dadurch auszeichnet, dass man im Prinzip auch schon die Brainstorming-Frage so formuliert, dass man im Prinzip versucht, nehmen wir jetzt nochmal das Flughafenbeispiel, wie können wir die Situation erst recht stressig und anstrengend für alle Parteien machen? Und dann sucht man eben, schaut man, welche Ideen habe ich dafür gefunden und muss die dann am Ende der Brainstorming-Session im Prinzip einfach nur in das Positive wieder verkehren, sodass man Lösungen für das angestrebte Problem gefunden hat. Gut, wenn Sie sich verschiedene Methodenbücher kaufen zum Thema Brainstorming, dann werden Sie sehen, es gibt wahrscheinlich 785 verschiedene Methoden. Ich habe jetzt hier mal so ein paar die gängigsten oder auch die am leichtesten zu erlernenden im Prinzip mal aufgeführt. Da müssten Sie eben dann einfach mal ein bisschen rumexperimentieren, was Ihnen und Ihrem Team da am besten taugt. Meine Favoriten, und zwar genau in der Reihenfolge ist, im Prinzip immer so eine Mischung herzustellen aus individuellem und kollektiven, weil ich in dem Kollektiven tatsächlich eine sehr große Kraft sehe und sie auch immer wieder erlebt habe. Was ich in meinen Workshops beispielsweise immer sehr gerne mache, dass ich immer erstmal eine Runde sogenanntes leises, individuelles Brainstorming anbiete. Das heißt, man setzt sich einfach mal 10 Minuten, kann jeder für sich im Prinzip mal überlegen, wie er denn die dort an der Tafel angeschriebene Frage im Prinzip, also die Problemstellung, am besten lösen würde. Dann danach, wenn alle Teilnehmenden ihre Ideen präsentiert haben, kann man dann eben die sogenannte Ideenblume als Methode machen. Was damit auf sich hat, das werde ich gleich noch zeigen. Es geht im Prinzip dann darum, dass man sich eine Idee eines anderen Teammitglieds nimmt, irgendwo hinklebt und dann außenrum einfach nochmal 5 bis 6 weitere Ideen sozusagen dazu spinnt, sodass das Ganze dann am Schluss tatsächlich sowas wie einen Blumencharakter hat und aussieht wie eine Blume. Und dann zu guter Letzt eben auch noch den Körper mit reinzubringen in die ganze Geschichte, einen sogenannten Ideenrundlauf. Und jetzt freue ich mich, weil da finde ich auch wieder den Support und die Mitarbeit der Insiders Technologies einfach phänomenal. Wir saßen ein bisschen vor dem Problem, ehrlich gesagt, wie sollen wir denn Brainstorming sozusagen erklären oder darstellen? Ist ja vielleicht doch ein bisschen trocken, wenn ich die ganze Zeit nur erzähle darüber. Dann kam die hervorragende Idee von den Insiders, ja komm, dann nehmen wir doch einfach 3 kurze Videosequenzen auf über diese 3 Methoden, die ich Ihnen gerade präsentiert habe. Ja, und das Ergebnis davon können wir quasi jetzt sehen. Wir fangen hier also an mit der ersten Runde Silent Brainstorming, wo eben jedes Teammitglied erstmal für sich in sich geht, Ruhe findet und nach Lösungen sucht. Und Video ab. Ganz einfach, also okay, hier klebt jetzt jeder seine Idee im Prinzip, sobald sie in den Kopf kommt, auch gleich an die Tafel. Man kann es natürlich selbstverständlich auch so machen, dass eben jeder einfach mal 15 Post-its für sich sammelt und dann wartet man eben, bis die gesetzte Zeit quasi rum ist und dann geht man wirklich der Reihe nach her und
erzählt seine Ideen den anderen Teammitgliedern. Weil eines, das ist auch wirklich eine wichtige Grundregel in den Brainstorming-Methoden, es ist wirklich wichtig, dass jeder im Team weiß und verstanden hat, was mein Teammitglied im Prinzip für Ideen gerade hatte. Weil bringt ja nichts, wenn ich nicht verstanden habe, was hast du da jetzt eigentlich gemeint? Was war, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe da mit jemand anderem gesprochen gerade und schwupps hat man vielleicht die gleichen Ideen immer und immer wieder. Also deswegen wirklich drauf achten. Und er nennt da ruhig auch einen im Team, vielleicht zu eurem Coach oder zu eurem Moderator, der so ein bisschen aufpasst, dass jeder so bei der Sache bleibt, dass ihr in der vorgeschriebenen Zeit sozusagen bleibt. Also das war jetzt die Methode des Silent Brainstormings oder des individuellen leise Brainstormings. Dann habe ich erwähnt, Moment, muss ich kurz auf Stopp machen, dass wir auch noch eine Methode haben, die sich quasi Ideenblume nennt. Und auch dazu hat das Insiders-Team ein kleines Video gedreht und das schauen wir uns jetzt mal an. Also hier die Idee, Sie sehen es, da ist eine Idee in diesem ovalen Post-it und jetzt klebt man eigentlich, so war es gedacht, zumindest in der Erklärung, außenrum sozusagen seine Blütenblätter. Was ich ganz schön finde, ist, wir haben zugegebenermaßen, nachdem die Videos dann fertig gedreht waren, herausgefunden, dass doch nicht unbedingt jeder im Team die gleiche Vorstellung davon hatte, wie so eine Ideenblume auszusehen hat, aber ich fand es trotzdem ganz charmant, das mal so zu zeigen, weil es eben auch nochmal zum Ausdruck bringt, dass im Design Thinking allemal, aber eben auch nicht bei diesen Brainstorming-Methoden, da wirklich die Dinge in Stein gemeißelt sind und nur so oder so richtig sind. Hier hat das Team eben für sich entschieden, wir bauen sozusagen alle an dieser Blume im Prinzip mit und wir sehen, und das ist ja sozusagen das, worauf es ankommt, auch hier stehen eine ganze Reihe an Post-it-Zettelchen sozusagen an der Wand, die alle mit wunderbaren Ideen quasi gespickt sind. Und jetzt noch ganz kurz die dritte Methode. Hier habe ich noch mal ganz kurz ein Bild aus einem vergangenen Workshop mit den Insidern genommen. Die hatten sich eben dafür entschieden, auch tatsächlich runde Post-it-Zettelchen zu nehmen. Aber man sieht hier eben sehr schön, ich mache mal ganz kurz den Pointer an. So. Also nehmen wir mal an, wir sind vier Leute im Team. Jeder pickt sich aus einer der vergangenen Runden im Prinzip mal eine Idee raus, die ihm oder ihr eben ganz gut gefällt, die aber eben nicht von ihr oder ihm selber ist, nimmt sich diese Idee mit und baut dann einfach außenrum einfach nochmal 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 weitere Ideen. Und so hat es hier im Prinzip jedes Teammitglied gemacht, hat sich also immer eine Idee genommen, die vorher nicht von ihm war, die ihm aber gefallen hat. Und dann denkt man oder ideiert dann eben einfach nochmal so lange, bis man eben diese Idee vielleicht nochmal um eine Stufe weiter gedreht hat oder um einen wichtigen Aspekt ergänzt hat. Und das ist eben diese berühmte Methode der Ideenblume. Und jetzt kommen wir schließlich zur letzten Methode. Das ist der sogenannte Ideenrundlauf. Was es damit auf sich hat, werden wir auch im Video gleich sehen. Achso, jetzt muss ich meinen Pointer wieder ausschalten und weitergehen. So. Die Idee hier ist im Prinzip, oder sie war so gedacht, Sie sehen hier vorne den Tisch und dann läuft man einfach immer um diesen Tisch herum und immer, wenn man praktisch vorne an der Wand sozusagen angekommen ist, dann lädt man im Prinzip die nächste Idee schon wieder ab. Wenn man bei der Sache noch ein bisschen Tempo, sage ich mal, dazu setzt und die Bewegung ein bisschen schneller macht, dann wird das Ganze schon mal ein bisschen energetischer wieder. Man fängt zu lachen an und tatsächlich fängt man dann auch an, vielleicht wild rum zu fantasieren. Das ist also auch eine Möglichkeit, wie man im Prinzip mit vollem Körpereinsatz, sage ich jetzt mal, zu Ideen kommt. Ja, das waren jetzt mal im Prinzip die Brainstorming-Methoden. Hier hat man dann die Möglichkeit in dem Template, dass man vielleicht auch
für unterschiedliche Fragen unterschiedliche Methoden angewandt hat, aber dass man eben auch für Dokumentationszwecke wiederum im Prinzip mal beschreibt, was habe ich denn als Team in diesen einzelnen Phasen quasi entwickelt an Ideen. Und jetzt haben wir eigentlich, sage ich es mal so, die Hauptknackpunkte im Prinzip von so einer Brainstorming-Methode oder Brainstorming-Sessions vorgestellt. Jetzt kommen eigentlich nur noch ein paar kleinere Dinge, die mir aber dennoch wichtig erschienen, weil man muss sich vorstellen, man hat jetzt sozusagen ein Board oder 5 Wände, 6 Wände, da sitzen hunderte von Post-it-Zettelchen. Und dann geht es eben darum, dass man ja aus dem ganzen Berg an Ideen, die man im Prinzip entwickelt hat, man muss sie ja irgendwie auch wieder eindampfen und sozusagen handhabbar machen. Da empfiehlt sich es eben sehr gut, dass man eben hergeht, sich alle Ideen, alle Post-it-Zettelchen mal anschaut und die in sogenannte Cluster überführt, also thematisch ähnliche Ideen vielleicht zusammenführt. Man könnte beispielsweise technische Lösungen in einen so einen Cluster oder in einen so einen Korb dann packen. Man könnte vielleicht nicht digitale Lösungen als ein Cluster ansehen. Wichtig dann jedenfalls, dass man im Prinzip diese Cluster oder Gruppen dann, dass man denen eine knackige, gute, leicht verständliche Überschrift gibt, sodass es eben für jedes Teammitglied wiederum sehr leicht ist, im Prinzip sich einen Überblick dazu zu verschaffen oder darüber zu verschaffen, was haben wir denn bislang erreicht, welche Ideen haben wir gefunden. Und man kann eben dann auch ruhig sozusagen die Querverbindungen zwischen einzelnen Lösungsclustern aufzeigen und dann vielleicht nochmal eine Session einlegen und sich überlegen, ja, wenn es schon so eng zusammengehört, wie können wir das vielleicht besser, einfacher, reibungsloser oder so gestalten? Und das könnte dann eben tatsächlich so aussehen, also dass wir die einzelnen Post-its nehmen, die zusammengehören zu der einen Überschrift 1, 2, 3 und so weiter packen und dann uns mal einfach anschauen, die doppelten Post-its vielleicht rausschmeißt. So haben wir eben dann immer dieses Öffnen und das Schließen wieder in dem Vorgang drin. Und dann kommen wir im Prinzip, naja, zu einer nicht ganz einfachen Geschichte manchmal, weil man muss sich eben vorstellen, man hat jetzt zusammen mit seinem Team alles gegeben, körperlich, geistig, ist wirklich ausgepowert, hat tolle Ideen gefunden und jetzt soll man auf einmal die eine oder andere Idee wieder wegwerfen oder loswerden. Das ist manchmal nicht so einfach, das Ideen aussieben. Hier gibt es eben im Prinzip einfach, sage ich mal, Möglichkeiten, die man hat, um den Auswahlprozess eben einfacher zu machen. Also das eine ist, man kann sich beispielsweise an vorher festgelegten Kriterien orientieren, dass man eben sagt, okay, lass uns jetzt alle Ideen, die wir haben, eben erstmal danach sortieren und bewerten, welche Idee ist denn aus unserer Sicht die innovativste. Dann hat man da schon mal eine Kategorie. Welche Idee ist denn die, die wir als Unternehmen oder als Team am schnellsten umsetzbar machen können oder am schnellsten auf die Straße bringen können? Wäre dann hier die zweite Kategorie oder dann schließlich, ja, aber welche Idee ist denn eigentlich wirklich am charmantesten oder welche Idee würde unserem Nutzer am meisten helfen? Also man kann die Ideen im Prinzip auch auswählen, indem man eben tatsächlich vorher festgelegte Kriterien festlegt, wonach man denn die Ideen bewertet und auswählt. Wir haben dann, das ist fast wie in der Demokratie, wir können sozusagen ein offenes Auswahlverfahren im Prinzip anlegen. Das läuft dann meistens so, dass man eben diese Cluster nimmt, von denen ich gerade eben gesprochen habe oder die ich gezeigt habe und dass man dann jedem Teammitglied beispielsweise 3 Klebepunkte an die Hand gibt und der darf dann oder diejenige darf dann eben an die 3 Favoriten entweder jeweils 1 Klebepunkt setzen oder aber auch von mir aus alle 3 Klebepunkte auf ein Post-it von mir aus oder auf einen Cluster im Prinzip legen. Das kommt auch so ein bisschen auf die Zusammensetzung des Teams an. Manche Teams, habe ich in meiner Erfahrung schon entdeckt, die machen lieber ein sogenanntes geheimes oder ein verdecktes Auswählen. Das heißt, man gibt den 3 oder 5 relevanten Clustern, die es eben auszuwählen gibt oder zu bewerten gibt, einfach eine bestimmte Nummer. Und dann macht jeder, im Prinzip nimmt sich ein DIN A4-Blatt, schreibt halt die Nummer der Idee rauf, die ihm oder ihr am besten gefallen hat und dann geht man am Ende her und zählt einfach, welche Idee denn nun am meisten Punkte sozusagen gewonnen hat oder gesammelt hat, wer also sozusagen
der Ideensieger oder der Wettsieger ist des Abends. Oder andere Teams, die vielleicht jemanden oder mehrere Leute mit dem Team haben, für die es eben ganz schwer ist, an der Idee weiterzuarbeiten, die ihnen eigentlich so nicht einleuchtet oder am Herzen liegt. Da kann man dann auch einführen, dass jeder im Team eben einmal ein Veto einlegen darf auf eine Idee, wo er eben auf gar keinen Fall mit dabei wäre. Und dann schaut man eben am Schluss, welche Ideen bleiben denn übrig, wo alle mitarbeiten. Im Endergebnis könnte das dann so aussehen, Sie sehen hier eben jetzt die einzelnen Cluster und die darauf klebenden Klebepunkte, die man dann eben auszählen würde, sodass man eben einen Gewinner hat. Oder hier war das versteckte Wahlverfahren, hier hat man also bloß auf die Nummer 1, 2, 3 oder 4 dann gewählt und am Schluss eben für jede Stimmabgabe sozusagen einen Klebepunkt verwendet. Auch hier ist es eben ganz gut, wenn man beispielsweise jetzt anhand dieser Kategorien die Ideen auswählt, also was ist am innovativsten, was lässt sich am schnellsten umsetzen, was ist so mein persönlicher Darling, wenn man eben als Team, weil irgendwann in dem Prozess wird man vor anderen, vor dem Chef, vor dem Abteilungsleiter, vor Geldgebern, vor Sponsoren sitzen und eben auch erläutern müssen, warum man eben jetzt diese oder jene Idee ausgewählt hat, wenn man eben hier dann gleich auch beschreibt, warum ist denn das eigentlich die innovativste die Idee, warum ist es die am leichtesten umsetzbar ist und so weiter. Das hilft dann eben ungemein sozusagen die Idee für sich und andere im Prinzip logisch erscheinen zu lassen oder nachvollziehbar zumindest erscheinen zu lassen, warum das denn am Ende bei rausgekommen ist. Ja, keine Angst, wir sind jetzt tatsächlich am Ende angelangt. Noch eine Sache, die ich wirklich auch jedem Team nur mit ans Herz geben kann, ist, nichts ist eigentlich frustrierender, wenn man hier die ganzen Wände voll gepostet hat mit Ideen, dann ist der Workshop am Ende des Tages vorbei. Man hat vielleicht sogar einen Sieger gekürt, okay, aber dann geht eben jeder wieder seines Weges und die Ideen versanden letztlich tatsächlich oder ja, landen wieder in der Schublade und man fängt nichts damit an. Oder aber jeder ist irgendwie gestresst von irgendwelchen anderen Aufgaben, die jetzt in den nächsten 2, 3, 4, 5 Tagen warten. Und dann geht man eben erst in der Woche beispielsweise nochmal her und schaut sich die Ideen an, die man als Team gesammelt hat. Dann ist aber in der Zeit schon wieder so viel passiert und auch schon wieder so viel verloren gegangen eigentlich von der Idee, dass man tatsächlich schon eine Woche später eigentlich nicht mehr so genau sagen kann, was war denn jetzt der Clou unserer Idee. Deswegen ganz wichtig, tatsächlich gleich im Anschluss an jede Brainstorming-Session im Prinzip so eine Ideenskizze anzufertigen, wo eben ganz kurz formuliert ist, worum geht es bei unserer Idee, für wen ist diese Idee, welche Probleme soll diese Idee lösen, welchen Nutzen beispielsweise hat diese Idee und wo wäre beispielsweise im Alltag des Unternehmens eine Situation, wo eben die gefundene Lösung oder die gefundene Idee zum Einsatz kommt. Das könnte dann beispielsweise so aussehen mit der Ideenskizze. Also man gibt seiner Idee einen bestimmten Namen, eine Phrase, so was Eingängiges, malt dann in der Skizze vielleicht kurz auf, ist das ein Produkt, ist das ein Prozess, ist das eine Dienstleistung, die wir hier entwickelt haben, beschreibt sie eben ganz kurz, nennt den Nutzer und den Mehrwert und eben dann auch letztlich so eine Case Study im Unternehmen oder im Alltag eines Nutzers, wo es relevant wird. Und dann hat man, also dann kann man tatsächlich guten Gewissens sozusagen, hier habe ich ein kurzes Beispiel auch aus einem ehemaligen Insiders Technologies Workshop, wie so eine Ideenskizze wirklich ganz mit ganz wenig Mitteln im Prinzip einfach dokumentiert, worum es hier geht. Und dann kann man, sage ich mal, guten Gewissens sozusagen seine Papiere und die ganzen Post-its wieder einsammeln. Man hat sie sowieso dokumentiert und kann im Prinzip jetzt jederzeit, wenn man als Team entweder selber daran weiterarbeiten möchte, die Ideenskizze nochmal auspacken und sie hier und da verfeinern. Oder aber, das ist ja, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, dass der Brainstorming-Prozess, also hier dieses Ideenfinden ja eben eingebettet ist, dass danach meistens dann eben Prototypen entwickelt werden aus der Idee heraus, dass man dann dieses Ideenpapier oder diese Ideenskizze eben beispielsweise an andere Unternehmen oder Projektteams im Unternehmen gibt, die dann hoffentlich eben verstehen können sehr schnell und sehr einfach, worum ging es bei der Idee und wie können wir die jetzt also in einen Prototypen umwandeln. So. Jetzt bin ich hoffentlich nicht
allzu sehr über der Zeit. Ich will kein neuer Thomas Gottschalk werden. Das war es erstmal von meiner Seite aus. Wir hätten jetzt sozusagen noch Zeit hoffentlich für Ihre Fragen, für Ihre Anmerkungen oder Kommentare. Ich wollte jetzt an dieser Stelle nur noch mal erwähnen, dass ja zum einen die ganze Session sozusagen ja aufgezeichnet würde. Das heißt also, man kann sie auch auf YouTube sehen. Wen es besonders interessiert, zum Beispiel die Templates, die ich Ihnen immer wieder gezeigt habe, oder wer überhaupt an mich persönlich nochmal Fragen im Nachgang stellen möchte, schreiben Sie mich hier dann einfach an. Ich habe am Ende nochmal auch meine E-Mail-Adresse angegeben. Dann kann ich Ihnen auch gerne von mir aus die eine oder andere Folie auch gerne per E-Mail dann zuschicken. Hier habe ich jetzt nochmal die gesammelten Templates, die ich sozusagen in dem Vortrag gezeigt habe. Und zu guter Letzt, für diejenigen, die es interessiert, habe ich noch ein bisschen aktuelle Literatur zum Thema Design Thinking. Aber in allen diesen Design Thinking Büchern finden sich auch Kapitel über das Brainstorming, sodass Sie hier eigentlich ganz gut versorgt sind, wenn Sie sich auch mal das eine oder andere Thema hinterher aufgreifen möchten. Gut, so viel zu mir, so viel von meiner Seite aus. Hier sehen Sie meine Kontaktdaten, die Sie dann gerne nutzen können. Jetzt würde ich sagen, die Diskussion ist eröffnet. Ja, vielen Dank, Julian. Wir haben auch tatsächlich schon ein paar Fragen in den Chat bekommen. Mhm. Und zwar, ich lese einfach mal vor. Die erste Frage ist, wie wichtig ist es, die Fragen gemeinsam im Team zu entwickeln? Gibt es vielleicht da Szenarien, die voraussetzen, dass die Fragen vorab formuliert wurden? Wie sieht hier die Praxiserfahrung aus? Ja, also ich sag's mal so, in meiner Erfahrung tatsächlich, es kommt immer so ein bisschen wirklich auf, ich sage jetzt mal drauf an, wer der Auftraggeber ist. Ist es eben ein Chef, der gerne alles Zügel in der Hand behält, der vielleicht ein bisschen zögerlich ist, was da am Ende dabei rauskommt? Mit so jemandem lege ich zumindest schon mal so ein bisschen den angepeilten Lösungshorizont sozusagen vorher fest. Arbeite dann aber, und da wollte ich entweder dem Fragenden oder der Fragenden völlig recht geben, es ist immer am besten, wenn das Brainstorming-Team, das eben da zusammensitzt und zusammen Ideen entwickelt, wenn die mit ihrem Wissenstand und ihren Erfahrungen, die sie eben gemacht haben, diese How might we questions sozusagen formulieren, also sich damit dann auch identifizieren natürlich. Ich sage es mal andersrum, diejenigen Workshops, die ich geführt habe, wo womöglich aus der Führungsriege diese How might we questions vorformuliert wurden und ich dann so quasi als Mittler, als Coach quasi die dann versucht habe, ins Team reinzubringen, hat sich einfach gezeigt, dass da die Identifikation und das Engagement, die Motivation des Teams natürlich eine andere ist, als wenn das Team den Eindruck hat, wir haben die Fragen entwickelt, weil wir waren bei der Forschung dabei und wir haben gesehen, dass es dieses oder jene Problem besteht, das wir angehen wollen. Gut, dann noch, gibt es Hilfestellungen, was das Zeitmanagement angeht? Wie kann ich sinnvoll den Zeitbedarf einschätzen? Ja gut, das kommt natürlich, ich sage es jetzt mal so, es fällt mir etwas schwer, die Frage zu beantworten, weil ich ja nun mal selber Coach bin. Es ist mein Beruf, es ist meine Herzensliebe, Coach zu sein. Und ich sage mal, es empfiehlt sich natürlich, wenn Ressourcen da sind im Unternehmen, sich einen Coach sozusagen an die Hand zu nehmen, der ein Team oder mehrere Teams durch so einen Prozess praktisch leitet. Wenn aber es keine Möglichkeiten gibt oder man einfach nicht will, dass da ein Externer mit dazukommt, dann würde ich halt wirklich empfehlen, wirklich solche einfachen Hilfsmittel wie sich diesen Timetimer zu nehmen, einen aus dem Team zu bestimmen, der im Prinzip so ein bisschen die Zeit dann auch im Blick behält und auch die Teammitglieder sozusagen dann auch darüber informiert, wenn langsam die Zeit vorbei ist. Was jetzt Zeitvorgaben für eine Brainstorming-Session anbelangt, würde ich fast sagen, ich würde sie
keinesfalls unter 20 Minuten anfangen. Also 20 Minuten braucht man Minimum, um mal wirklich so einen bestimmten Bereich, also um ein bisschen tiefer zu kommen mit den Ideen. Ich würde so eine Brainstorming-Session aber auch tatsächlich nicht länger als 2 Stunden machen, weil irgendwann ist das Hirn dann einfach mal erschöpft. Also man kann dann gut und gerne vielleicht natürlich eine Mittagspause einlegen oder natürlich vielleicht auch irgendwelche anderen Aufgaben erledigen und dann am Abend vielleicht nochmal oder am Nachmittag eine Brainstorming-Session also nochmal anknüpfen oder gar eine ganz neue nochmal einläuten. Aber jedenfalls länger als 1-2 Stunden am Stück, das überfordert Menschen sehr, sehr leicht dann. Gut, dann haben wir noch von einem weiteren Gast eine Frage. Vorher festgelegte Kriterien wie innovativ und charmant klingen erstmal sehr willkürlich und subjektiv, ohne die Ideen weiter ausgearbeitet zu haben. Gibt es andere Stichworte oder Kriterien für eine erste Auswahl und Bewertung der Ideen? Ja, da würde ich sagen, das kommt so ein bisschen auf die Unternehmenskultur natürlich drauf an. Also es gibt ja viele Unternehmen, die würden sagen, also keine Ahnung, ich überspitze es jetzt mal, so technische Lösungen wollen wir eigentlich nicht noch mehr auf den Markt bringen, weil wir sind in einem anderen Segment von mir aus unterwegs. Oder aber wir wissen, dass unsere Kundschaft relativ traditionell konservativ sozusagen ist, also zu verrückt und ausgeflippt sollte unsere Idee nicht sein. Wieder andere Unternehmen sagen, wie auch immer, wir wollen möglichst viel Umsatz damit generieren. Also ist eben vielleicht die Machbarkeit hier sozusagen oder dann eben auch, schafft es unser Unternehmen überhaupt eine technische Lösung beispielsweise bereitzustellen oder müssten wir hier schon wieder mit einem externen Partner zusammenarbeiten, das wir aber aus welchen Gründen auch immer nicht wollen. Deswegen würde ich eben sagen, dass man eben natürlich so mit Blick auf die Ressourcen, die da sind, auf die Zeitplanung, die da ist, mit Blick auf sowohl die technischen wie menschlichen Ressourcen sozusagen, eben einfach rangeht und sich also aufbauend auf denen überlegt, was könnten denn für uns als Unternehmen Kriterien sein, nach denen wir Ideen bewerten wollen, quasi. Da finde ich, kann man schlecht sozusagen so allgemeingültige anschließen, aber sagen wir mal, wenn ein Unternehmen beispielsweise jetzt sehr viel Wert darauf legt, dass der auf die Nutzerfreundlichkeit oder dass es eben tatsächlich etwas ist, was vielleicht sogar weniger Profit abwirft, den Kunden aber sehr, sehr viel hilft oder unterstützt oder weiterbringt, dann würde ich durchaus eine Kategorie einführen, die eben sagt, Nutzerfreundlichkeit beispielsweise. Und dann überlegt man sich eben, welche Ideen treffen denn am besten die Bedürfnisse sozusagen unserer Nutzer. Okay. Die nächste Frage, die betrifft den Ideenrundlauf. Mhm. Soll man sich, während man an der Station oder an der Wand ist, mit den bisherigen Ideen und Post-its auseinandersetzen, damit man pro Rundlauf darauf eingehen kann? Ah, ja, es ist eine spannende Frage, aber ich sag mal so, ich bevorzuge es einfach, dass man eben tatsächlich erstmal sammelt, also wirklich tatsächlich vielleicht 3, 4, 5, 6, 7 Mal um den Tisch gelaufen ist, dass man eben dann auch, sage ich jetzt mal, eine kritische Masse an Ideen erreicht hat, über die man eben diskutiert. Mein Eindruck oder meine Vermutung ist jetzt mal, wenn ich sozusagen nach jeder Runde im Prinzip eine Pause einlege und erstmal über das diskutiere, was man bislang gesammelt hat, da ist aus meiner Sicht so der, hört sich ein bisschen esoterisch an, aber der Energiefluss ein bisschen zu sehr gestört, würde ich sagen. Wenn ein Team allerdings und sich ein Team darauf einigt, nö, wir wollen tatsächlich nur einmal um den Tisch herumrennen und dann sofort über das Gefundene diskutieren, dann kann das natürlich auch funktionieren. Aber ich würde erstmal auch hier im Prinzip, wie Sie jetzt wahrscheinlich schon häufiger gemerkt haben im Design Thinking, dass man bestimmte Phasen einfach immer erstmal trennt sozusagen voneinander. Auch hier würde ich eben erstmal sagen, erstmal die Ideen sammeln und dann drüber sprechen und dann bewerten und auswählen. Okay, ja, Daumen hoch. dann ist noch eine Frage.
Mit welchen Tools haben wir im dezentralen Betrieb diese Methoden im virtuellen Raum umgesetzt? Best Practice. Ja gut, Stefanie, das bringt uns ja so ein bisschen an unser Ausgangsproblem, das wir hatten. Das eine war, wir haben natürlich überlegt, sollen wir jetzt einen IT-Talk anbieten, wo ich als Sprecher oder Referent Ihnen eben einfach die zwei, drei gängigsten Softwarelösungen sozusagen für Brainstormings im Prinzip mal vorführe. Dazu muss ich aber zwei Sachen sagen. Das eine ist tatsächlich, das sind meine Erfahrungen auf dem Gebiet relativ beschränkt. Ich habe mich sehr viel im Kollegenkreis umgehört, immer händeringend auf der Suche nach tatsächlich praktikablen, gut funktionierenden digitalen Brainstorming-Tools. Ja, es gibt zwei, drei auf dem Markt, aber ich kenne tatsächlich niemanden, der recht letztlich gute Erfahrungen bislang sagen könnte, gesammelt zu haben. Und woraus mir jetzt eben halt erstmal ankam, sorry, ich weiß, das beantwortet die Frage jetzt nicht so wirklich, aber bevor ich mich dann auch mit diesen digitalen Tools quasi auseinandersetze, um Brainstorming-Sessions zu gestalten, war es mir doch jetzt erstmal wichtig, erstmal so im Prinzip das Grundhandwerk oder die Grundidee von Brainstormings quasi Ihnen zu vermitteln. Jetzt wüsste ich aber auch nicht genau, auf welches Unternehmen ist denn das jetzt bezogen? Bezieht sich das auf, kam die Frage von Insiders intern oder ist das ja. Auf welches? Aha. Ja. Aber ja gut, ich will nicht zu viel verraten, aber anscheinend hat man ja so gute Erfahrungen bislang auch noch nicht gemacht, selbst bei den Insiders, nicht? Mit so digitalen Anwendungen. Ich meine, ist natürlich klar, wird mir schon auch immer klarer. Ich meine, wir hoffen alle, dass es jetzt sozusagen der letzte Winter, Corona-Winter ist, wo man eben im Homeoffice wahrscheinlich aller Voraussicht nach wieder sitzen wird. Und natürlich dann, wir alle, weiß ich nicht, die sogenannte Begriff der Zoom-Fatigue, also dass man müde ist, ständig nur im Videobildschirm sozusagen zu sitzen, kann ich gut nachvollziehen, geht mir absolut genauso. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, habe es auch bislang eben noch nicht gesehen, wie gesagt, wie man eben eine vergleichbare Energielevel schaffen könnte, also so ein gemeinsames, gegenseitiges sich auch befruchten und anstecken mit Ideen, wie das eben letztlich dann digital umsetzbar ist. Also da verrate ich, glaube ich, jetzt auch nicht zu viel. Das Hasso-Plattner-Institut forscht auch schon seit Jahren an so interaktiven Whiteboards. Aber ich sage es mal so, der Erfolg ist da bisher auch eher mäßig. Also ich breche jetzt einfach mal die Lanze für das Face-to-Face, für die körperliche Präsenz, um eben Brainstorming-Sessions abzuhalten. Aber gut, klar, vielleicht erlauben es die Umstände irgendwann mal nicht mehr anders, als dass man eben tatsächlich zu Hause zunächst mal für sich im stillen Kämmerlein sitzt und eben versucht, mit anderen Individuen da draußen aus dem Unternehmen eben versucht, online irgendwelche Ideen zu kreieren. Klar. Okay. Jetzt war mal keine weitere Frage mehr im Chat. Kann ich jetzt eigentlich mal aus dem Präsentationsmodus eigentlich ja mal raus, oder? Ja, kannst du. So. Genau. Hallo. Hallo. Ja. So. Wie gesagt, also sehr gerne, wenn Sie noch weitere Fragen haben, wenn Sie noch irgendwelche Teilaspekte oder auch Herangehensweisen interessiert, Sie haben meine Kontaktdaten, schreiben Sie mich an. Ich weiß nicht, wann ihr von Insiders den Talk sozusagen online hochladen werdet. Da kann sich ja dann auch jeder nochmal sich die Geschichte anschauen. Ich sage jetzt mal so, ich bin kein Freund von Online-Vorträgen, das werde ich vielleicht auch nicht mehr, aber ich muss sagen, auch jetzt diese Session hat schon Spaß gemacht und es ist tatsächlich ja besser, als hätten wir die ganze Session ganz ausfallen lassen müssen. Also insofern doch ein Loblied auf die Technik und die entsprechenden Plattformen dazu.
Ich freue mich auf den Tag, an dem wir mal wieder vor Ort in Kaiserslautern gemeinsam die Dinge voranbringen können. So. Ja, also vielen Dank, Julian, und vielen Dank an unsere IT-Talk-Community. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet viele hilfreiche Tipps und Anregungen mitnehmen. Also wir würden uns freuen, wenn ihr uns noch ein bisschen Feedback über den im Chat gesendeten Link geben würdet. Ich drücke gerade auf Senden. Er ist eine kleine, dauert auch wirklich nicht lange, 1 bis 1,5 Minuten Maximum. Ja, wäre einfach schön, wenn ihr euer Feedback da niederschreiben würdet. Wir haben für dieses Jahr, ist das ja jetzt auch der letzte Talk, aber wir arbeiten schon mit Hochdruck an den Themen für 2022. Was ich euch schon mal soweit verraten kann, es werden wieder ganz viele abwechslungsreiche Themen aus den Bereichen KI oder auch wieder Themen im kreativen Methodenwissen dabei sein. Wir aktualisieren auch gerade unsere IT-Talk-Seite für euch. Daher jetzt noch nicht wundern, wenn jetzt noch nicht so alles funktioniert. Das wird aber jetzt zeitnah, wird das alles richtig dargestellt werden. Ihr könnt euch natürlich auch jetzt schon zum Newsletter anmelden und den Link findet ihr jetzt auch in den nächsten Sekunden im Chat. Gut, das war es auch von meiner Seite. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr werdet jetzt alle kräftig das heute Gelernte und Gehörte anwenden können. Ja, also vielen Dank, ihr Insiders nochmal für die Einladung und vielen Dank, ihr Zuhörer, fürs Zuhören.